Ja, da lasse ich jetzt mal so auf der Zunge zergehen, ne? Wir latschen durch die Gegend. Wann ich morgens streame, das ist eine gute Frage. Auch wieder nachmittags? Und abends habe ich die Hoffnung. Liebe Mary, diesmal werde ich Donnerstag, Freitag nicht für euch da sein. Soweit machen wir jetzt mit der Quarzsäule, Freunde. Können die abbauen? Ohne Werkzeug. Okay. Ja. Würde ich auch sagen, Marina, ob hier ein Schatz ist? Mein Schatz. Wir haben hier. Kein Rohrkolben in der Nähe. Wir können uns also kein Bambuskörbchen machen. Doch, da vorne könnte was sein. Ja, aber 5 Stück reichen da jetzt mal so gar nicht. Da fehlen noch 19. Sunflames, dann bis morgen. Schönen Abend noch, viel Spaß. Ja, vielleicht sieht man sich ja heute Abend. Das weiß man ja nicht. Freunde, ich weiß, ich bin eigentlich hier gerade am Reisen, aber das geht ja im Moment gar nicht, ne? Das können wir jetzt nicht so auf uns sitzen lassen, ne? Schiefer werde ich nicht wegschmeißen. Das Zeug auch nicht. Bambus, wir haben keine weitere Verwendung für Bambus. Wir brauchen kein weiteres Messer. Rübensamen brauchen wir eigentlich auch nicht. Schon wieder so ein Werkzeugding, was ganz gut ist, weil die Schaufel gleich im Eimer ist. Da liegt ein Kupfermesser. Okay, das könnten wir eintauschen. Hat ein bisschen gedauert, aber hat hingehauen, oder? Wie geil ist das denn? Ich drehe so langsam durch. Gut, eine Schatztruhe haben wir hier nicht zu erwarten. Ich meine, da war ja jetzt ein Schatz und da war sogar Werkzeug. Wollen wir mal nicht so undankbar sein, ne? Aber Quarzsäule mit Stufen? Okay. Und Treppen? Wow. Ja, Mary, sowas ist halt der Vorteil vom Reisen. Scherz. Ich doch auch noch nie. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier sowas gibt. So, wie war das? Schaufel wollte ich haben, ne?
Da haben wir sie. Sie hat das Spiel gewusst, was ich brauche. Immer sogar einen Slab. Ach, wie geil. Bei solchen Vorkommnissen lege ich das mal frei. Mehr oder weniger. Aber in dem Fall eher mehr als weniger. Grüße. Ja, so ein bisschen palastig kommt das schon rüber hier, ne? Ja. Da hätte man sich aber denn doch als Schatz ein bisschen mehr vorgestellt als ein paar. Na ja, gut, hey, da war eine Kupferklinge bei, ne? Das ist schon mal immerhin. Gucke. Der Baustelle da im Hintergrund. Irgendwie so? Vielleicht? Vielleicht so? Krass. Freunde, das haut mich gerade wieder mal total weg, ne? Und bestärkt mich natürlich immer wieder in meiner Reiselust, hier unterwegs zu sein. Die Überbleibsel vom Weißen Haus. Ja, gut möglich. Lässt ja hoffen, dass es hier noch andere Bauwerke mit anderen Materialien gibt und. Das ist schon ziemlich geil. Was habe ich mich über meine erste Höhle gefreut, in der ich was gefunden habe. Anscheinend haben wir alles aufheben können. Jo, auch die Slabs. Sehr schön. Ja, dann bauen wir noch ein bisschen ab hier. Das nehmen wir mit. Sollten wir zusehen, dass wir nach Hause kommen. Na gut, also wir bräuchten eigentlich nur sterben, dann wären wir zu Hause, aber... Mut ja nicht sein, ne? Mut ja nicht sein. Ich hoffe, das bleibt erhalten.
das geht etwas schneller, ne? Wir haben noch eine Spitzhacke bei uns. So ist es ja nicht. Wir sind ja gut ausgerüstet losgezogen. Ausnahmsweise mal, weil sonst bin ich bekannt dafür, dass ich quasi nackig ins Gefecht ziehe. Aber da seht ihr mal, dass man selbst auf 4 symmetrisch angeordnete weiße Punkte auf der Karte achten muss. Yeah. So, Knochensand und so weiter, der kann hier mal komplett da bleiben, wo er ist. Wir machen uns... Ja, die Markierung bleibt, ne? Eventuell kommen wir hier mal auf die Idee und denken uns so... Oh, hier mal und da so. Ja, ich habe schon mal über Rüstung nachgedacht, aber da waren auch noch ein paar Dinge, die ich irgendwie dafür benötigte. Ich weiß jetzt noch nicht mehr genau was, aber wenn es Leder war, wird sich das erledigt haben. Also aus der Richtung kommen wir. Wenn, dann müssten wir in die Richtung. Wir könnten den hier mal anpinnen, also wegpinnen, unpinnen, damit er uns hier nicht nervt. So, Richtung blaue Hütte. Meine Güte, blaue Hütte. Wir haben immer noch einen Slot frei. Naja, und Gänseblümchen. Ich habe mittlerweile so viele Höhlenmarkierungen und hier ist ja auch noch nicht mal irgendwas in der Nähe. Außer Feuerstein. Und Basalt. Hier hätten wir jetzt noch Rohrschilf für ein Körbchen. Brauchen wir aber im Moment nicht mehr. Hier haben wir noch Ruinen. Was haben wir hier? Aha. Rote Lupinien. Wenn wir sie was zu essen, können wir uns eigentlich mitnehmen. Kann man bestimmt später für einen Farbstoff oder so verwenden. Obsidiangestein, okay. So, den können wir wieder wegmachen. Dann können wir wieder Tag machen. Und auf geht's. Oh, Freunde, Viertelstündchen möchte ich noch machen. Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir es bis nach Hause schaffen. Aber so ist das halt eben, ne? Hühner! Karotten, aber wachsende. Lupinien, bla bla. Ich glaube, wir gehen hier unten am Wasser lang. Durch den Basaltsand. Hier zu dieser Ruine. Was haben wir da? Auch wieder so eine kleine Ruine.
Jetzt 100 pro irgendwo was. Aber das lassen wir. Naja, ist halt viel an der Oberfläche, aber das hat nichts zu sagen. Okay, Höhle, in der direkt hier oben Quarz hängt. Eine gesackte Gasse also. Und da wir so viel verdammten Quarz haben. Naja, es geht ja nicht unbedingt um den Quarz, sondern das, was da eventuell drin steckt. Ach komm, da machen wir mal eine Markierung, ne? Ja, das ist hier, wenn man X drückt, hüpft ihr auf die Offhand. Ja. Aber es gab eine Zeit, da hat man mehr Hunger bekommen, wenn man eine Fackel trug. Egal ob in der Hand oder in der Offhand. Deswegen nehme ich den eigentlich immer wieder da raus. Quarz. Wenn ich in der Höhle unterwegs bin, da nutze ich das sehr häufig mit der Offhand. Da stand irgendwas in den Patch Notes, dass dieses behoben wäre jetzt mit dem Fackel vermehrten Hunger und so. Aber ja, einmal angewöhnt, ne? Da, die macht die Gewohnheit halt eben. Ja. Was ist denn da? Den lassen wir. Ja. Also diese Reise war lang, aber bisher äußerst erfolgreich. 23 mal Flachs. Über 10 Flachs-Samen. Und hier die Flachskörner, die können wir sogar mampfen. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt verarbeiten. Da haben wir noch genug von zu Hause, finden wir eigentlich in jedem gerissenen Gefäß, auf dem Nahrung steht. Da wollte ich hin. Ich dachte mir gerade, war da nicht noch irgendwo was? Irgendwie wolltest du noch irgendwo hin? Du wolltest ja jetzt nicht direkt, sondern du wolltest doch... Ja... Irgendwie schon. Ey, geil. Die Lupinien sehen echt cool aus. So, hier runter. Ja, wieder so ein großes Gebäude. Erinnert mich sogar an der Ecke, in der ich dann sogar irgendwo anhängend... Ach, guck mal. Ah, gerissen, schade. Essen. Reis. Oder? Ja, Reis. Da habe ich schon mal was gefunden, das ähnlich aufgebaut war, wie so ein Kolosseum oder so. Da habe ich in der Nähe eine Hütte hingestellt. Das ist ja der Hammer. So,
So, ja, nee, okay. Alles klar. Irgendein wichtiger Punkt zu erkennen hier irgendwo? Da ist eine Ruine, da ist eine Ruine. Was das auch immer sein mag. Da möchte ich hin. Pinnen, zap, fertig. Auf geht's. Okay. Aber kein Platz mehr für, ne? 60 Sättigung und das sind Johannisbeeren, die geben glaube ich 80. Jo. Feuerstein. So, das ist... okay. Gut, gut. Das ist ein Händler, ne? Platsch. Was bist du für ein Händler? Ein schwer erreichbarer Händler bist du. Oh, warte mal. Ich darf denen nicht mit der Waffe begegnen. Das finden die nicht toll. Bauen da Lebensmittel. Mhm. Was würde denn... Was? Ein Wollschein, na klar. Wolfwelpe. Mhm. Ja, ja. Habe ich da, aber zu Hause. Leinensack haben wir. Oh, es gibt hier sogar Pastinaken. Okay. Auf Wiedersehen. Zup. Was habe ich da gerade... Ah, der Wegpunkt hier machen wir zum Händler. Lebensmittel. Gut. Juliana, endlich Flachs, alter Verwalter. Puh. 13 mal Flachssamen haben wir bisher. Und mittlerweile schon 27 mal Flachs. Ich bin so glücklich. Und dann natürlich jetzt diese Quarz. Ich bin quasi im Rausch, ne? So, lass mal gucken. Wir haben noch, ja, knappe 10 Minuten, Freunde. Naja, wenn ich eile, könnten wir das sogar schaffen. Noch nach Hause. Oh, Kinders, Kinders, Kinders. Das war eine lange, erfolgreiche Reise. Es war wirklich, wirklich cool. Wir haben zwar immer noch keinen Zinn, aber ich denke mal, dass ich hier in einer Sackgasse bin. Wir haben zwar immer noch keinen Zinn, aber das nehmen wir mal so hin. Und wir haben auch keine andere Möglichkeit. Wir werden dann wohl mal nicht drumherum kommen, in meinen markierten Höhlen irgendwie so ein bisschen... auf gut Glück zu buddeln. Hühner, ja! Oh, warte mal, warte mal.
Ich noch nie gehabt, Hühnereier. Cool. Höhle. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal, was weiß ich, vielleicht in der Wismuthöhle oder so. Guck mal hier, Quarz an der Oberfläche. Bei mir quasi hinterm Haus. Naja, nicht so ganz, aber... ja, in den Höhlen buddeln. Dann werden wir halt nicht drumherum kommen, mal eine ganze Zeit das Tageslicht nicht mehr zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir jetzt eine gewisse Menge Zinn zur Verfügung haben. Und so wie ich das eben mitbekommen habe, das kann ich mir, wer war das denn eben im Chat? Bräuchte ich 18 Teile Kupfer, 2 Teile Zinn. Und die haben wir auf jeden Fall. Und damit hätten wir dann wenigstens einmal eine Bronze-Hacke. Eine Bronzehacke, mit der wir uns dann wenigstens ja einmal zum Beispiel das Silberquarz abbauen könnten. Oder das Quarz, das wir eben entdeckt haben, mit Gold. Denn wenn wir Wismut mit Gold und Kupfer zusammenschmelzen, haben wir dieses Wismut-Zink, glaube ich. Und damit hätten wir dann schon mal bessere Vorteile. Was hab ich denn hier? Ach, hier war bestimmt auch ein Teil. Zwiebeln! Na komm, wir haben eh keinen Platz mehr. Ja, ne? Und da ich nicht glaube, dass man das großartig an der Oberfläche findet und wenn, dann halt nur selten und... Warte mal, ich habe eh keinen Platz, ne? Gut. Da ich, ja, da keine Markierung gemacht habe, wo ich das gefunden habe. Eine Ruine bei uns in der Nähe. Mit Höhle? Hä? Zeit, das zu untersuchen, also. Nee. So. Ist gar nicht so weit weg von uns. Ja, und da wir ja Wismut, ne, und so weiter, dann hätten wir die Möglichkeit, uns da mal reinzuklopfen. Dann hätten wir eine Spitzhacke, ne, so wie ich mir erzählt. Würden uns dann in den Goldquarz klopfen und durch den Goldquarz könnten wir uns dann halt weitere Bismut-Bronze herstellen. Ja, bis wir dann irgendwann mal herausfinden, wie das Prospektionstool richtig funktioniert oder es so gepatcht wird, dass es funktioniert. Je nachdem, woran es liegt. Ne? Aber wir haben jetzt Flachs, wir haben... Samen von Flachs, wir haben Eimer, wir haben Lederverarbeitung, wir haben Leder, wir haben Lederrucksäcke, wir haben den kompletten Kupferzeitalter haben wir jetzt schon fast überholt. Also wir sind gut dabei, finde ich. Wir haben ungefähr 42 Stunden im Explorer jetzt gespielt, glaube ich. Von daher, also das ist eigentlich gar nicht mal übel. Terra Preta. Das, wir sind bald zu Hause. Ich kenne den Berg hier. Da ist unsere Köhlerei. Hier gibt es Bäume, die sonst hier nicht wachsen. Das heißt, wir sind bei mir, macht keine Faxen. Yeah, Eichen. Unser Buschgarten. Hier, die können wir verkaufen, die Dinger. Dann haben die wenigstens Wert. Unsere Lederbearbeitung ist... Ah, guck mal, die ist durch. Die ist durch. Ah, alles klar. Wuha, pass auf, Gänseblümchen.
müssen wir in den Keller tun. Boah, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich bin so happy, dass hier Flügeltüren funktionieren. Echt, die Waren ändern sich bei denen. Aha. Na gut, ich meine, Lebensmittelhändler wird Lebensmittel verkaufen, ne? Sehe ich jetzt mal so. Rüben hätten wir, wenn, glaube ich, hier drüben. Bei den Rüben. Dann sollte ich da eventuell mal so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen reinschauen, was? Oh, warte mal. So. Was für ein geiler Scheiß, Freunde. Ah, haben wir hier schon keinen Platz mehr. Krass. Oh, Kinder, ja, dann wisst ihr was. Ihr müsst mir ja jetzt hier nicht noch beim Umladen und Aufräumen zugucken. Ich bin auch schon ganz schön durch. Weil es war wirklich eine echt lange und interessante Reise. Würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach von euch, ihr Lieben. Ich räume hier noch ein bisschen aus, werde vielleicht noch eine Kiste runterbauen und wir sehen uns dann, ja, morgen denke ich auf jeden Fall mal wieder. Eventuell, ne, heute Abend nochmal, aber das lasse ich immer den Hunger meines Sofas entscheiden. Wenn mein Sofa mich fressen will, dann ist das halt eben so. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Ihr habt euch wohl. Bis dann, euer John. Tschüss.